Hi Leute, herzlich willkommen zum vielleicht letzten Part von Mario Party Star Rush. Mein Gott, warum will ich immer Paper Mario sagen? Nur weil das zweite Wort mit P anfängt oder was? Nervt mich jetzt schon wieder das Spiel. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit für euch hier rein investiert, um sehr, sehr viele Level zu farmen. Wir sind jetzt Level 12 und ich gehe mal davon aus, dadurch, dass wir danach nicht Level 13, sondern Level Stern werden, ist das dann auch das Finale. Und wir bekommen dann die Credits. Das heißt, wir haben jetzt alle Spielmodi freigeschaltet. Weitere gab es noch Buhus Blöcke und der Kletterturm. Außerdem habe ich euch alle Minispiele freigeschaltet, denn die Bowser-Minigames und die Münz-Minigames aus den Münz-Run hier. Wie hieß das Ding? Münzrennen. Ja, ist ja Münz-Run. Coin-Run. Keine Ahnung, wie es im Englischen heißt. Münz-Run vor allem ist dann ja das englische Wort dafür natürlich. Die habe ich allesamt tatsächlich bis zum 10. Herausforderer durchgespielt und damit auch schon längst alle freigeschaltet. Ich glaube, nach dem 5. oder so hatte ich schon alle. Ich wollte aber wissen, ob nach dem 10. irgendwas passiert. Passierte nichts. Es standen einfach 3 oder 4 Toads um uns rum, haben geklatscht und dann ist man wieder ins Menü geschickt worden. Also, selbst da hat man sich keine Mühe gemacht, irgendwas Spezielles dafür zu machen. Also, stand ja am Anfang, schaffst du die 10? Die habe ich halt im First Try auch geschafft, war jetzt auch nicht so schwer. Tatsächlich ausgerechnet im letzten waren die 3 Minispiele, die Münz-Minispiele, die ich am schlechtesten konnte. Und da habe ich mit genau 2 Feldern Vorsprung gewonnen. Das war ein bisschen knapp. Aber ansonsten, ja, war das dann gar nicht mal so schwer und, ja, dann gibt's halt einfach gar nichts dafür. Diddy Kong ist der letzte freischaltbare Charakter, den haben wir mittlerweile auch bekommen. Außerdem hat man mit Diddy Kong zusammen die Dr. Mario Musik in der Musikbühne freigeschaltet. Ich gehe mal davon aus, dass das dieselbe ist, die man mit dem Dr. Mario Amiibo freigeschaltet hätte. Und ich habe mittlerweile gehört, dass man auch die Charaktere Rosalina, Donkey Kong und Diddy Kong rein theoretisch mit Amiibos schon vorher freischalten kann, indem man sie einscannt. Wir spielen Buhus Blöcke, jetzt aber mal genug gequatscht. Der gute Meisterschwierigkeitsgrad gab es auch auf Level 12, auf dem wir jetzt sind. Von daher, ja, spielen wir trotzdem weiterhin auf stark. Und schauen uns mal an, was das überhaupt ist. Gehen wir davon aus, dass wir den Touchscreen brauchen, weil das sehr rätselig aussieht. Ja, also, verdammt. Okay, ich habe den Touchscreen benutzt, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Funktioniert nicht über Ecke. Ich muss hier erstmal ein bisschen ausloten, was hier denn überhaupt funktioniert und was nicht. Warum leuchtest du? Ich aktiviere dich mal kurz. Warum auch immer du geleuchtet hast, keine Ahnung. Kann ich das irgendwie schneller hochschicken? Kann ich irgendeinen Knopf drücken, dass das schneller hochfährt? Das erinnert mich nämlich ein bisschen an Pokémon Puzzle League, nur dass man da eben die Blöcke auch manuell nach oben fahren konnte. Ich trete aber quasi gegen den CPU-Gegner da unten an. Das habe ich richtig verstanden, ja? Oh, shit. Hilfe! Was auch immer. Hier, mach schnell. So, geht doch. Keine Ahnung, was hier passiert, aber ich mache einfach ein bisschen. Warum ist da bei mir eben eine Zeit abgelaufen? Ich verstehe den Modus doch nicht so ganz. Aber okay, wie auch egal. Ah, jetzt verstehe ich, was diese leuchtenden Dinger bringen. Damit kann man quasi was auflösen. Warum ist mir eben eine Zeit abgelaufen? Und jetzt nicht mehr. So, damit könnte ich jetzt alle Zweier auflösen. Dummerweise waren keine Zweier mehr da. Was das alles ein bisschen unpraktisch gemacht hat gerade. So, jetzt könnten wir alle Zweier hier mal wegmachen. Für Felix Zweier. Okay, zu viel WM geguckt. Nein! Ende! Alter, wie der mich platt gemacht hat, guck dir das mal an! What the fuck? Der war doch nicht mal. Der hat da 3 Blöcke gehabt oder so. Wie konnte ich denn so krass verlieren? Hab ich irgendwas nicht verstanden? In diesem Spiel wird einem aber auch nichts erklärt. Es gibt keine Erklärung für irgendwas. Es heißt einfach 3, 2, 1, starte. Dann musst du erstmal gucken, was tue ich überhaupt. Also ist das so dumm. Als ob man jede Kleinigkeit, jedes Minispiel, alles auf Anhieb versteht, ohne auch nur zu wissen, welche Knöpfe man überhaupt benutzen kann. Mal braucht man den Touchscreen, mal nicht. Mal
Ich habe, wie gesagt, am Anfang versucht, auf dem Touchscreen rumzuwirbeln, bis ich dann gemerkt habe, dass der da was von alleine gemacht hat. So ein Bullshit schon wieder hier. Regt mich schon wieder auf, das Spiel. Ich spiele es jetzt seit ein paar Minuten wieder. Also ich kann jetzt X drücken, was auch immer das bringt. Ich glaube, damit aktiviere ich diese Spezialdinger, die er mir die ganze Zeit reingeworfen hat. Das heißt, ich habe die ganze Zeit nicht aktiviert, ich Vollidiot. Aber das muss man mir ja auch erstmal erzählen, wie gesagt. Wenn mir das keiner erklärt, dann weiß ich auch nicht, dass das geht. Oh, shit, so. Ich jetzt mal Y. Achso, Y ändert meine Blöcke. Ja gut, das bringt mir gar nichts. Okay, das heißt immer X drücken. Weil Y ist für mich sinnlos. Achso, ich habe schon wieder Das sieht man aber auch nicht. Da kann man sich nicht drauf konzentrieren, verdammt. Als ob der mich so platt macht schon wieder. Habe ich jetzt gewonnen oder habe ich jetzt verloren? Ich habe verloren! Aber da stand doch 3, 2, Ende. Warum kam denn keine 1? Ich verstehe das nicht, wieso ich gegen den leichtesten Computer dauerhaft verliere, dieses Spiel. Ich kann sowas eigentlich einigermaßen okay. Also ich war damals in Pokémon Versündig echt gut, habe jetzt lange Zeit sowas nicht mehr gespielt, aber eigentlich bin ich da jetzt nicht so scheiße drin, dass ich gegen so einen leichten Computer verliere. Ach, wahrscheinlich wurde mir wieder irgendwas nicht erklärt, dass ich noch irgendwas anderes machen kann. Das Spiel regt einfach nur auf. Das ist für mich echt das aller schlimmste Mario Party, was ich jemals gespielt habe. Also Island Tour und Mario Party 1, 9 und 10 sind da echt ein riesen Hit gegen, finde ich. 70 Felder Kletterhöhe, 50 Felder Kletterhöhe, 30 Felder Kletterhöhe, ich weiß nicht, was das bedeutet. Da stand aber eben der Anleitung-Button, habe ich jetzt leider weggedrückt, wahrscheinlich kann ich den während des Spiels nicht mehr lesen, richtig? Klimme den Turm, aber lass dich nicht von den Sparkies erwischen. Viel Glück beim Klettern und nicht den Kopf verlieren. Ich hätte wohl die Anleitung lesen sollen, weil ich halt keine Ahnung. Der ist gelb und alle anderen sind blau. Wie, ich kann den Amiibo benutzen, um weiter zu klettern? Willst du mich eigentlich verarschen? Lass mich mal zurück. Nein, nicht zurück zur Plattform. Ich wollte nur die Anleitung sehen! Boah, dass man aber auch die Anleitung nur nicht während des Spiels, weißt du, wenn man das Spiel gestartet hat und merkt, oh, ich habe irgendwas nicht verstanden, dann muss man erstmal wieder zurück ins Hauptmenü, um die Anleitung sich anzuschauen. Das ist ja so ein Bullshit. Anstatt die sich einfach mal schnell direkt anzeigen lassen zu können. Vor allem lädt er jetzt Stunden für eine Anleitung. Hier fährst du, wie du richtig klettert, aufgepasst. Hätte auch ein Text gereicht, aber okay. Ja, wow, habe ich probiert, ging nicht. Bewege den Stick, um zu Feld zu gehen. Dann habe ich probiert, ich bin direkt gestorben, weil irgendwo anscheinend random Sparkies sind. Auf dem Turm sind unsichtbare Sparkies versteckt, die du nicht berühren darfst. Ja, habe ich mitgekriegt. Auf Felder mit einem roten X kannst du nicht klettern, versuch es woanders. Das hätte ich mir schon fast denken können. An blau grenzenden Felder sind immer sicher. Dort kann nichts passieren. Okay, und ich bin auf dem einzigen gelben Feld gestartet. Ist das dein Ernst? Als ob das bei denen so easy ist. Aber nanu, dieses Feld leuchtet hier gelb. Lieber erstmal stehen bleiben. Gelb heißt, dass sich ein Sparky auf einem Nachbarfeld versteckt. Ah, so ein bisschen Minesweeper quasi. Und rechts und oben ist es schon mal nicht. Was heißt das also? Wir machen einen Sparky ausnahmsweise mal sichtbar. Genau, der Fiesling dauert euch. Ja, das habe ich jetzt schon verstanden. Okay.
Vorsicht, ein rotes Feld. Rot heißt, dass auf Nachbarfeldern zwei Sparkys verbunden sind. Das ist wirklich ein bisschen Minesweeper. Naja, ich weiß schon. Schräg zählt also nicht. Das ist schon mal gut. Das war jetzt ein bisschen risikoreich, dass er einfach rübergestapft ist. Ach nee, doch nicht. Man wusste ja, wo der ist. Stopp, Alarmstufe Violett. Kein Zentimeter weiter. Violett heißt, drei Nachbarfelder sind von einem Sparky besetzt. Wer weiterklettert, der geht runter. Was genau Schlaufüchse... Was machen Schlaufüchse da? Ganz klar, Felder markieren. Das geht mit... Okay. Markierst du das Feld über dir? Damit das zu rechten und damit das unter mir. Hast du einen Blick darauf, welche der Tabu sind? Markierungen sind eine große Hilfe für clevere Kletterer. Ach, und mit... kannst du sie wieder löschen. Okay. Habe ich verstanden. Ich hoffe, jetzt kam nichts Wichtiges mehr. Starten wir mit dem kleinsten Turm, dann gucken wir, was oben passiert und überlegen uns dann, ob wir noch einen schwereren machen. Ja, ich mach ihn. Los! Okay. 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 Alles klar. Na gut, das war jetzt doof. Ich gehe mal woanders lang. Denn sicher sein kann man sich hier jetzt gerade nicht. Hier ist keiner, das heißt, da ist einer und da ist einer. Das heißt, hier drüber kann keiner sein. Das heißt, da muss der sein. Das heißt, wir können weiterklettern. So, jetzt haben wir wieder ein Problem. Hier links darf dann aber keiner sein. Das heißt, es könnte links einer sein und über uns einer sein. Was für ein Bullshit! Ja, das ist der über uns. Okay. Ja, das ist der rechts von uns. Okay. 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 Fuck, ich hasse dich. Okay. Ah. Oh. Ersten 10 geschafft. Ich glaube, es reicht aber, wenn wir da einen Turm von gesehen haben. Ist ganz lustig, aber müssen wir uns jetzt nicht so oft geben. Die Chance ist groß, dass er da links ist. Muss aber nicht da links sein. Checken wir das mal aus. Checken wir das mal nicht aus. Checken wir das mal nicht aus. So, ist hier jetzt keiner. Nope. Das heißt, wir wissen, da ist eins. Das heißt, wir können hier weiter. Das heißt, das muss ja der sein. Das heißt, wir können auch hier weiter. Ja. 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 Okay, die 20 geschafft. Nein! Oh Gott. Wollte ich nicht. Aber gut. Moment mal, hier ist ja keins. Das heißt, da muss eins sein. Das heißt, auch da muss eins sein. Ja, das ist das da rechts. Das ist das da rechts. Hier ist ein weiterer. Jetzt gucken, ob der über dem ist. Chance ist recht groß, dass der über dem ist. Jupp. Der wird da sein. Das heißt, wir können hier lang. Der ist unter dem. Das heißt, wir können hier lang. Der ist rechts davon. Das heißt, wir können sowohl hier hin als auch hier hin. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Müssen wir erstmal hier abchecken. Ist der da drüber? Ist das nicht wahr? Ah, so. Das heißt, der ist definitiv da. So. Ich hasse euch alle. Das heißt, der ist definitiv da. Wir können also hier weiter. Das heißt, der hier ist auch ausfindig gemacht. Der kann nur da sein.
da ist deswegen frei. Jawohl. Das heißt, hier ist deswegen auch frei. Ich bin doch fast da. Hier kann ich nicht weiter. Aber hier kann ich dann weiter, weil hier dürfte dann keiner mehr sein. Hier ist auch keiner mehr. Und hier ist auch keiner mehr. Wir haben es geschafft. Yay. Danke sehr. Ein übermotivierter Sprecher. Ein Stärketurm mit Zwung und Höhe 30. Das bringt uns ein paar Punkte, allerdings nicht ganz so viele, wie ich erhofft habe. Ach komm, das ging eigentlich ganz flott. Machen wir nochmal einen etwas schwereren Turm, damit wir hier ein bisschen was von gesehen haben. Bei dem anderen haben wir auch zwei Runden von gemacht. Profi. Also auf geht's. Können wir überspringen? Ja, ich weiß. Nein. So, wir wissen schon mal, wenn hier unten ein gelber ist, dass da safe eine Mine ist. Dass da safe eine Mine ist. Das ist doch zumindest schon mal ein Start, oder? Fangen wir nämlich hier an. So, da ist dann nämlich nichts. Da ist dann was. Da ist dann auch was. Hier aber damit mit Sicherheit nicht. Da auch nicht. Das heißt, hier ist eine. Das heißt, wir können hier weiter. Warum? Das ist nicht euer fucking Ernst. Ich war doch fast da. Das ist nicht euer Ernst. Damit habe ich das verdient. Gut, da ist einer. Das heißt, wir können hier weiter. Hier weiter. Okay, alles klar. Das heißt, wir wissen, dass da eine ist und wir wissen, dass da eine ist. Nee, da ist keine. Das ist ja wieder drunter, ich Vollidiot. Alles gut. Okay, da ist Safe 1. Und da ist Safe 1. So. Das wissen wir bereits, das wissen wir noch nicht. Okay, wir wissen, dass da eins ist. Das heißt, hier ist keins. Shit. Dann hier weiter. Das ist doch nicht euer Ernst. Drecksturm! Da kann keins sein. So. Das ist safe, das ist nicht mehr safe. Was mache ich jetzt? Ist das jetzt überhaupt noch lösbar? Habe ich irgendwas nicht durchdacht? Ich muss doch jetzt irgendwo Risiko gehen, oder nicht? Wenn ich das richtig verstehe, muss ich jetzt irgendwo Risiko gehen. Weil da könnte oben und rechts sein. Hier könnte oben und links sein. Hier könnte links oben und rechts sein. Hier könnte rechts und oben sein. Und hier könnte links oben und rechts sein. Wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett vertue, muss ich jetzt Risiko eingehen. Und das tue ich. Oh. Okay. Risiko hat sich bislang nicht ausgezahlt. Moment, das heißt, da ist einer schon mal safe. Hilft uns aber auch nicht viel. Okay, da ist ja schon mal sicher einer. Und da oben nicht. Das heißt, da ist einer. So. Ha! Hilft uns das hier unten beim Ausschlussverfahren jetzt irgendwas? Ja, wir wissen, dass da keiner ist.
Wir wissen dann auch, dass hier keine ist. Wir wissen dann auch, dass hier keine ist. So. Ja, meinen neuen Weg. Der wieder abrupt unterbrochen wurde. Oh. Ich hasse diesen Turm jetzt schon. Ich gehe lieber mit dem Steuerkreuz, das ist präziser. So, jetzt wir wissen, dass da eins ist. Toll. Wir wissen dann auch, dass hier keins ist. Hier dementsprechend auch nicht. Aber hier muss eine sein. Das heißt, hier ist keine. Ja. Ja. Oh. Okay. Ja. Alles gut. Mag ich. Okay, finde ich in Ordnung. Damit wir wissen, dass da und da eine ist. Das heißt, hier ist sicher. What the fuck? Okay, das heißt, da ist eine. Schon mal Ausschlussverfahren, ja? Das heißt, da muss auch eine sein. Das heißt, hier muss auch eine. Kann ja gar nicht. Dann versuchen wir es hier einmal. Ist da. Das heißt, wir können hier weiter. Okay. Ah. Da ist safe eine Bombe. Das heißt, hier ist kein Durchkommen. Das heißt, da ist auch safe eine Bombe, also können wir hier weiter. Oh. Ah. Da ist keine. Das heißt aber, da ist sicher eine. Können wir also auch nicht weiter. Ich hasse diesen Turm, ich hasse diesen Turm. Hier ist jetzt sicher keine. Aber weiter können wir da auch nicht. Was ist eigentlich das Drecksproblem von diesem Turm? Wir wissen, dass da keine ist. Dementsprechend ist hier auch keine. Dementsprechend ist hier auch keine. Dementsprechend muss da eine sein. Also wir können hier weiter nach oben. Ja! Okay, die 30 geschafft. Da ist eine. Da ist auch eine. Das heißt, wir können hier sicher in der Mitte durch. Ja. Das ist unschön. Das ist sehr schön, weil damit wissen wir, dass da und da eine ist. Das ist unschön. Das ist unschön. Das ist unschön. Das ist unschön. Da noch einen weiter runterschauen. Also ich kann hier lang. Wir wissen, dass da drüber eine ist. Das hier ist keine. Und hier ist auch die. Boah! An jeder Kreuzung derselbe Scheiß. Aber wir können hier drüben trotzdem was ausgrenzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir wissen, dass da keine ist. Von daher muss da eine sein. Und von daher muss da eine sein. Und von daher kann ich hier auch weiter. Das ist gut. Das ist unschön. Das ist gut. Das ist unschön. Wir wissen, dass da welche sind. Das heißt, wir können hier hin. Das ist unschön. Ach, fickt euch doch alle. Ah! Moment, das
Das heißt, da und da ist eine. Das heißt, hier kann keine sein. Und wir kommen weiter. So, letzter Abschnitt. Dann haben wir den Turm auch geschafft. So, okay, einmal rum sind wir. Alles safe, alles safe. Nicht safe. Nicht safe. So. So eine Kacke. Alles gut. Alles gut. Okay, damit haben wir woanders schon mal den Weg frei gemacht. Nämlich da drüben. Da können wir jetzt schon mal sicher weiter. Wissen damit auch, dass da eine Bombe sein muss. Wissen damit auch, dass da eine Bombe sein muss. Damit auch, dass da eine Bombe sein muss. Streckt sich das den ganzen Turm so hoch? Nein, leider nicht. Okay, das heißt, da und da ist eine Bombe. Das heißt, wir können hier weiter. Das heißt, da ist eine Bombe. Das heißt, wir können hier weiter. Und jetzt fängt das Ding tatsächlich kurz vor Schluss noch an, uns zu nerven. Nein, tut es nicht. Danke sehr. Das bringt uns schöne 100 Punkte ein. Uns fehlen also noch 110 Punkte bis zu den Credits. Werde ich wahrscheinlich dann reinschneiden müssen, denn jetzt gehen wir zurück zur Plaza. Wir haben jetzt jeden Spielmodus, den es in Mario Tennis Aces, wollte ich gerade sagen, nein, in Mario Party Star Rush gibt, gesehen. Und von da aus schauen wir uns jetzt die Minispiele an, die im Let's Play nicht dran gekommen sind. Damit wir die kommen auch mal in Aktion sehen. Und ich würde gerne die Computer ändern. Denn ich weiß nicht, ob wir Donkey Kong schon mal in Aktion gesehen haben. Wir nehmen einfach die 4 freischaltbaren Charaktere dafür. Machen wir immer auf stark. Hier sollten wir, glaube ich, alle gesehen haben. Das sind hier alles Spielmodi, die wir so in der oft genug quasi auch in den Toad-Brettern und in den Ballonmodus und so weiter und so fort hatten. Die ganz normalen 4-Spieler-Minispiele. Wobei ich glaube, wir haben davon die ersten 3 gar nicht gesehen, oder? Also die hier hinten kommen mir alle bekannt vor. Sind auch nur 26. Aber ich glaube, die ersten 3... Das hat mir nichts gesagt. Eichelrempelrennen, Spiralturmschocker und Tortentippen. Für alles andere, was danach kam, habe ich ihm was gesagt. Aber die, die nichts machen, fangen wir mal damit an und schauen uns die 3 nochmal kurz an. Dann fehlt uns noch ein Boss-Modus, den ich noch nicht gezeigt habe. Die Bowser-Bretter hat ein paar Münz-Spiele. Merkt ihr das Obst und schneidet die Kuchen an der richtigen Stelle. Was? Soll ich denn den Kuchen an der richtigen Stelle schneiden? Bananen. Also da, wo die Striche jetzt sind, da habe ich Banane und Erdbeere. Banane und nur Erdbeere. Und jetzt? Ach so. Da war nur Erdbeere. Ist das richtig so? Jo. Wäre schon echt schön, wenn man mal vorsichtshalber irgendwie Itembeschreibung oder Minispielbeschreibung reinschreiben würde und man grob wisst, worum es überhaupt geht. Runde 2. Dann haben wir Erdbeere, Erdbeere, was auch immer das da ist. Was auch immer das da ist, und 2 Erdbeeren. Wir haben wieder nur die Erdbeere. Das haben auch fast alle richtig, außer Rosalina. Die hat Lumas, die für sie Kuchen backen. Das muss ich nicht selber machen. Letzte Runde. Okay, es sind alle 3 Sachen. Was auch immer das ist, ich kann es nicht einordnen. Ist das eine Kiwi? Weiß ich nicht.
sein. Das ist eine Kiwi, hat man jetzt gerade gesehen. Und jawohl. Wunderbar. Die Affen können backen. Oder zumindest sich merken, wo Bananen versteckt sind. Damit haben wir das Minispiel jetzt auch gesehen. Vielleicht kriegen wir die Credits in diesem Part doch noch zusammen, denn uns fehlen jetzt noch ein paar Minispiele. Schauen wir uns Spiralturmschocker an, was auch immer das ist. Lauf den Turm hoch und springe über die Sparkies. Wie ermittelt Zugreihenfolge. Hä? Sind wir jetzt nur so Hä, warum kommen die denn wieder? Aber Moment, heißt das, wenn du stirbst, dann bist du immer auf dem letzten Platz. Das heißt, wenn du auf dem zweiten Platz startest und der erste keinen einzigen Fehler macht, dann kannst du das Minispiel nicht gewinnen. Und wenn du das ganze Minispiel über Erster bist und beim allerletzten Sparky einen Fehler machst, so wie ich jetzt gerade, dann bist du automatisch Letzter. Was ist denn das für ein Bullshit-Minispiel? Alter, diese Minispiele von diesem Ding sind so kacke, ne? Rein theoretisch kann es sein, dass ich Letzter werde, obwohl alle anderen... Also ich meine, das ist jetzt nicht passiert, aber rein theoretisch könnte es passieren, dass man in diesem Spiel Letzter wird, obwohl alle anderen drei sich 20 Mal treffen lassen und du nur einmal, aber du hast dich halt als Letztes treffen lassen, deswegen bist du Letzter. Man sollte halt auf derselben Spur laufen und von jedem Gegentreffer wird man halt ein Stück zurückgeworfen und am Ende gewinnt halt der, der am wenigsten Gegentreffer hat. Aber nicht so ein Bullshit hier, das ist doch totaler Schwachsinn. Warum starten nicht alle auf der gleichen Höhe und wer hat am wenigsten getroffen ist, bleibt Erster und nicht wer als letztes getroffen wurde. Okay, lass dich nicht anrempeln. Auch nicht von den Leuten hier links und rechts. Okay, die kann man anrempeln, um sie quasi zu behindern. Das war knapp. Rosalina, du bist meine größte Konkurrentin. Ich hätte nämlich auch noch keiner angerempelt. Affe, lass das. Sehr schön. Ich kann mich hier so ein bisschen hinter den anderen verstecken. Hey, Jungs. Wow, ich bin der Einzige, der noch welche hatte? Ich wurde doch nicht mehr getroffen. Ich dachte, es geht darum, wer zum Ende ankommt. Wow. 5:0:0:0. Das war jetzt ja voll schwer. Okay, damit haben wir die letzten Minispiele. Warum auch immer diese Minispiele nie dran kamen, während unsere kompletten Spielmodi, die wir alle durchgemacht haben, keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund kamen wir nicht dran. Jetzt schauen wir uns die Bosse an, denn da fehlt uns wie gesagt nur noch einer. Wie wir jetzt noch nicht gesehen haben. Und das ist Bonus Bonus Bananenblitzerei. Zu viele Bs. Also, das war ein Riesenwirrwarr, als ich das gespielt habe, weil das kam bei mir tatsächlich in Welt 3-3. Und da hatte, glaube ich, jeder zwei Partner. Und dadurch war hier die Hölle los. Man muss halt die Blitze treffen und dann dauert es 3 Sekunden, bis man den Block wieder aktivieren kann. Wenn man die Bananen trifft, dann behindern die einen hier jetzt ein bisschen. Wenn man drüber ausrutscht, dann kriegt man halt, ja, wie ihr wahrscheinlich seht, einen Punkt abgezogen. Außerdem beschießt Bowser einen von der Mitte halt dauerhaft. Jetzt noch heftiger als vorher. Was dafür sorgt... dass man dadurch natürlich auch Punktabzüge bekommt. Lass mich durch. Affe!
bin selber ein Affe in diesem Spiel, aber trotzdem, lass das. Affe! Kriegt die noch den Abschlussbonus, wird dadurch noch sicher Zweiter, aber mir egal, wir haben gewonnen. Ist auf jeden Fall ein ganz gutes Minispiel. Man kann halt super Glück haben eben auch, wenn man genauso läuft, dass vor einem halt, naja, genau die ganzen Blitze immer perfekt stehen. Man kann halt auch ein bisschen Pech haben, wenn vor allem dann immer genau die anderen sind, aber ja, die Bananen sind. Wie gesagt, man kann ja Glück, man kann ja auch ein bisschen Pech haben, je nachdem. Jetzt geht's noch um die Münz-Minispiele, dass der immer so lange laden muss. Unfassbar. Die Münz-Minispiele, um die müssen wir noch einmal anschauen, obwohl die Bowser-Minispiele machen wir einmal zuerst. Und die kamen bei den Münzrennen noch dazu. Die haben wir, wie gesagt, einmal gespielt. Und bei den Münzrennen kam Bowser hinzu und hat halt gesagt, wer hier quasi als erstes rausfliegt, der wird halt 10 Plätze oder 15 Plätze, je nachdem, wie viele Mitspieler man da hatte, nach hinten geworfen. Und so gingen halt alle drei Bowser-Minispiele. So wie ich jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt verloren und wäre somit jetzt letzter und wäre jetzt die meisten Felder nach hinten geworfen worden. Oder die jetzt vorletzte wäre, deswegen die zweitmeisten Felder nach hinten geworfen wurden und so weiter und so fort. Davon gibt es halt drei Stück und in allen dreien kann man eben leicht rausfliegen. Ich habe mich hier zugegebenermaßen ein bisschen doof angestellt. Normalerweise habe ich die nämlich tatsächlich alle drei First Try gewonnen, als ich das letzte Mal gespielt habe. Jetzt habe ich natürlich direkt First Try mich vom allerersten Schlag treffen lassen. Muss man auch erstmal hinkriegen. So, boah, das dauert aber auch immer ewig, bis man hier ein zweites Minispiel ausgesucht bekommt. Und dieser leckende Ladescreen ist, finde ich, immer noch so ziemlich symbolisch für das Spiel an sich. So, hier hat man so eine schaukelnde Plattform. Ich sag dazu mal nichts, ne? Wo Bowser Bob uns unterwirft. Ey, ich habe die in dem Münz-Run-Modus-Ding alle drei Minispiele First Try gewonnen. Und hier, wenn ich es euch im Let's Play zeige, werde ich jeweils vom allerersten Hindernis getroffen. Kann ja natürlich auch mehrere Sieger geben. In dem Fall wurden eben die beiden dann nicht zurückgeworfen auf den Bowser, auf dem Spielfeld von Bowser. Wie gesagt, das war ich in allen drei Minispielen, die ich gezeigt habe beim letzten Mal. Gespielt habe, meine ich. Diesmal wohl nicht. Und warum ist der immer standardmäßig auf zufälliges Minispiel? Speicher doch mal irgendeine Einstellung ab. Speicher die ab, welche Computerschwierigkeit ich beim letzten Mal in dem Modus hatte. Speicher die ab, welchen Charakter ich beim letzten Mal gewählt habe. Speicher dir irgendwas ab. Welche Auswahl ich im Menü beim letzten Mal gehabt habe. Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal bei jeder Kleinigkeit alles neu einstellen muss. Oh. Hier muss man einfach überleben. Wie bei den anderen Spielen auch. Und da hat mich Rosalina gekillt, weil ich nicht springen konnte. Alter, das ist unfassbar. Wie gesagt, ich habe die alle drei Minispiele habe ich im First Try gewonnen. Und jetzt, wo ich es euch zeigen will, gewinne ich kein einziges. Aber egal, wir kennen die Minispiele jetzt. Ich will Minispiele auswählen, nicht zufälliges Minispiel. Das hat selbst das Mario Party auf dem N64 hat das hingekriegt, abzuspeichern, wo wir schon hatten. So, jetzt will noch die Münz-Minispiele. Das haben wir, glaube ich, im Let's Play noch nicht gesehen. Wir haben, glaube ich, nur das Pilze verschieben. Das Geisterding und noch irgendeins gesehen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welches das dritte war, das wir noch gesehen haben. War das dieses Tauchen? Ich glaube, das war dieses Tauchen. So, hier. Jetzt finden wir auch wieder so ein Puzzle-Ding. Werden wir jetzt aber nicht die vollen 180 Minuten durchziehen. Wir einfach nur zeigen, wie das geht. So, es kommen dann hier halt auch noch die Bob-Oms. Die kann man natürlich auch kombinieren. Das hier sind die Items, die man natürlich aus dem Modus auch kennt. Die kann ich jetzt auch mal aktivieren. Kriege deswegen jetzt kurze Zeit lang doppelte Punkte. So, jetzt, wo ich die zum Explodieren gebracht habe, da war gerade der Bonus vorbei. Ich wollte unbedingt die Pop-Ums während des Bonuses machen. Ja, und ihr seht, glaube ich, wie das hier so funktioniert. Und so weiter und so fort, ne?
Was, Level 2? Okay, ich weiß nicht, was Level... Ah, ich verstehe. Ja, stimmt. In dem Münzmodus gab es ja immer 3 Level von den Minispielen. Falls ihr euch erinnert. War das da ja so? Je nachdem, wie weit man dann gekommen ist, gab es ja dann immer unterschiedliche Level. Und die sind jetzt quasi alle in diesem einen Minispiel mit drin. Ansonsten könnte man das ja wahrscheinlich auch gar nicht anders zeigen. Nicht so. Und so. Natürlich so. Und noch mehr rote Münzen, warum auch nicht. Damit ich noch mehr zeigen kann, wie ich das nicht kann. Das ist schon lange her, dass ich damals den Kram gut konnte auf dem N64. So. Verdoppeln und dann die Bombe zünden. Natürlich haben die nicht mehr reingezählt. Es scheint hier tatsächlich zu einem Highscore-Minispiel geworden zu sein, wenn ich das gerade richtig verstehe. Ja, dann spielen wir das jetzt einmal bis zum Ende. Aber die anderen, die zeigen wir dann nur mal kurz. So. Schnell. Zeit um. Die habe ich noch gemacht, okay. Da haben wir noch einen Rekord geschafft mit 311. Das schaltet uns die Credits frei in der Charaktergalerie. Die schauen wir uns auch nochmal an. Oh Gott, der Part wird viel zu lang. Das wird ein 1 Stunde 50 Part, glaube ich. Ich hätte echt gedacht, dass das viel schneller geht. Ich hätte diese zusätzliche Stufe da nicht machen sollen. Ballbalance. Wir schauen den Rest mal ganz kurz rein. Das Problem ist halt wirklich, dass wir theoretisch 10 Sekunden Minispiel, 20 Sekunden Ladescreen und Menü. 10 Sekunden Minispiel, 20 Minuten Ladescreen und Menü hier haben. Das ist halt echt kacke. So, hier muss man halt die Viecher rausstoßen, ja. Dann kommen später Koopas, die sind auf roten Münzen. Und diese dicken Dinger hier, die bringen auch mehr Münzen ein. Nämlich 5 Stück. Und so kann man den ganzen Kram hier machen. Da kann man halt auch Kombos machen. Je mehr Leute man direkt schnell hintereinander rauskloppt, umso mehr gibt's. So, aber habt ihr, glaube ich, verstanden, wie das läuft. Ich will hier gerne noch unter einer Stunde rauskommen. Deswegen machen wir das einfach mal schnell. Goomba-Gleiskanone. Das Spiel, wo ich mit am schlechtesten drin war. Weil man da irgendwie komisch Kombo machen muss. Denn ihr seht, wenn ich hier einen Goomba abschieße, dann bringt er einen Punkt. Wenn ich jetzt aber schnell hintereinander mehrere Goombas abschieße, dann gibt ein Goomba umso mehr Münzen. Und die Combo bringt uns dann halt auch Items, die uns dann wiederum mehr bringen und so weiter und so fort. Und den wollte ich euch noch zeigen, genau, der Bob-Omb, der schwirrt hier auch noch rum. Der ist dann meistens vorne an so einer Goomba-Kette. Und wenn man den trifft, dann, ja, kommt da halt, explodiert halt die komplette Kette. Wie man jetzt hier gerade sieht. Und es werden halt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Versteht ihr, glaube ich, wie das geht. Deswegen zurück. Wie viele sind das nochmal? 12, oh mein Gott. So, 3 davon kennen wir. Ich hoffe, das sind die 3 mit den Pilzen. Und die Pilzen waren es auf jeden Fall, wo man halt die Goldpilze und die normalen Pilze in die richtigen Schubladen da reinschieben musste. Das haben wir auf jeden Fall zusammengespielt. Und ich meine, das Schieb-Schieb-Angeln haben wir auch zusammengespielt, ne? Wo man den A-Knopf gedrückt halten muss, damit die Hand immer größer wird, und dann wirft man die aus und dann kann man damit Schieb-Schiebs sich krallen.
das hier versteht ihr vermutlich auch. Das Spiel ist deutlich einfacher, wenn die Gegner eigentlich dauerhaft mit Items beballern, wie in dem Münzjagd-Modus. Dann war das Minispiel nämlich tatsächlich ziemlich anstrengend. Okay, wenn man getroffen wird, dann passiert das. Das ist dieses Minispiel. Schauen wir uns das nächste an. Das ist folgendes. Bedienung bitte. Das haben wir, glaube ich, auch gespielt. Ja, das war, glaube ich, das dritte, was wir noch hatten. Zusammen mit diesem flotten Fische sammeln. Also da, wie gesagt, den A-Knopf gedrückt halten, auswerfen, damit fängt man diese Fische. Hier kommt vorne Toads die Bestellung aufgeben. 1 bis 2 Items wollen die haben und ihr müsst oben die richtigen nehmen und den Toads rüber servieren. Dann machen wir jetzt hammerharte Helden. Das war nämlich das, wo ich wirklich am besten drin war von allen Minispielen. Da habe ich teilweise sogar mehr als doppelt so viele Punkte gehabt wie die Gegner. Das hat mir sehr gefallen. Da muss man im richtigen Moment den A-Knopf drücken, wenn Flapflaps hier ankommen. Oder den B-Knopf drücken, wenn diese Gumbrios, heißen die so? Ich glaube, so hier sind die angelaufen kommen. Diese hier nehme ich, dann können auch von hinten welche kommen. Und hier kann man wieder Kombos sammeln, wie ihr seht. Und später, die roten Münzen sind hier Kugelwillis. Also die roten Münzen werden hier quasi durch Kugelwillis ersetzt. Wenn man die trifft, dann zählen die so wie eine rote Münze dann. Die kommen natürlich auch hier wieder erst in der späteren Stufe. Und ich glaube, ihr habt verstanden, wie das funktioniert. Alles klar. Dann begeben wir uns zu den letzten Minispielen. Schauen dann einmal ganz kurz in die Charaktergalerie rein, wie das so aussieht. Flipperfieber. Flipper haben wir auch gespielt. Moment, dann haben wir eins von den beiden nicht gespielt. Ist ja auch egal. Flipper haben wir auf jeden Fall gespielt. Das weiß ich. Die habe ich euch ja eben erklärt. Könnt ihr euch ja mal ein Bild vorstellen, was das für welche sind. Da bleiben noch die letzten hier übrig. Und das haben wir auch gespielt. Ich glaube, wir hatten Flipper, Traumwolken und die Pilze. Dann die Pilztrennung, das ist nämlich das hier. Dann gibt es eine Rift der Reichtümer und die Grusel-Goldjagd. Ich meine nämlich, dass die Grusel-Goldjagd und sowas, das waren wahrscheinlich in meinem zweiten Durchlauf. Also schauen wir uns die beiden nochmal ganz kurz an. Man kann mit dem linken Stick steuern und mit dem rechten Gas geben. Mit dem A-Knopf Gas geben. Dann werfen da oben die Lucky Twos, werfen hier Münzen runter. Aber auch Stachelkugeln. Wenn man von der Stachelkugel getroffen wird, dann passiert wie ganz oft. Dann explodieren auch alle Münzen, die gerade auf dem Screen sind. Wie ihr gerade gesehen habt. Also man hat da echt einen kleinen Nachteil dann. So. Das wäre das Minispiel und dann schauen wir uns jetzt doch noch einmal ganz kurz die Geisterjagd an, obwohl ich schon dachte, die hätten wir schon gezeigt. Das ist nämlich diese hier. Da tauchen immer wieder Münzen auf, außerdem laufen da so Pac-Man-Style-mäßig die kleinen Geister rum. Die laufen einfach, ja, so wie die Geister aus Pac-Man, die haben sie auch stilistisch ein bisschen daran eingehaucht, laufen die einfach durch die Gänge, nur sie uns halt nicht verfolgen, im Gegensatz zu den Gegnern von den Pac-Man. Dafür sind die Booster, die können nämlich nicht nur durch die Gänge laufen, sondern auch tatsächlich durch die Wände und die verfolgen uns tatsächlich gezielt. Und sie agieren halt auch so wie Booster. Wenn man sie anguckt, bleiben sie stehen, wenn man wegguckt, dann laufen sie jetzt straight in deine Richtung. Das heißt, sie können gerne auch mal wichtige Gänge versperren, so wie hier. Und dann muss man die halt erstmal weglocken. Wenn sie einen erwischen, dann passiert dasselbe wie beim anderen. Wieder zum Start gesetzt und alle Münzen, die aktuell auf dem Bildschirm waren, verschwinden. Damit hätten wir das auch. Und damit hätte ich eigentlich schon fast zum Plaza zurückgekonnt, weil das war es dann auch an allen Minispielen, die dieses Spiel zu bieten hat. Ein bisschen Schwachheit, aber okay. Da haben wir die Credits freigeschaltet. Das ist sehr schön. Gold Mario, die Münzinflation ist zurück. Warum nicht aus dem schlechtesten New Super Mario Bros. Auch noch Assets übernehmen, wenn man schon das schlechteste Mario Party entwickelt? Na, so unfassbar beschissen ist es nicht, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so geil. So, hier haben wir Mario. Luigi und halt alle spielbaren Charaktere kann man sich hier einmal anschauen. Wir haben halt auch alle 57 freigeschaltet. Also können wir uns mal ganz kurz angucken, welche das sind. Das sind Toadette, Donkey Kong, Diddy Kong,
Roter Tod, Blauer, Grüner, Gelber, Goomba, Cooper, Galumba, so hießen die nämlich, Gumbalk, Monty Maulwurf, Spike, Shy Guy, Pflanzenpiranha, Goldpiranha, Kriechpiranha, Wiggler, Stachy, Flapflap, Lakito, so alle Gegner, die man hier quasi im Spiel irgendwie mal gesehen hat, im Hintergrund oder so. Hammerbruder, Cheep Cheep, Gold Cheep Cheep, Blooper, Igluk, Karl Krabbe. Wer ist denn Karl Krabbe? Du bist Karl Krabbe. Heißen die alle Karl? Davon gibt es ja so viele. Die heißen scheinbar alle Karl. Okay. Picondor, Buhu, Spukmatz, Bobomb, Sparky, Fuzzy. Das ist der Kugelwilli, der Goldkugelwilli, Hothead, Kicken und Glutsauger. Ah, so ein Viech. Mega Gumba, Monty, Mega Monty Maulwurf, Mutant Tyrannia, Mega Blooper, Mega Knochentrocken, König Buhu, König Bobomb, Kamek, Bowser Jr., Bowser und die Credits. Die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ja, was kann ich noch zum Spiel sagen? Also ich glaube, das meiste habe ich schon gesagt. Das Spielprinzip am Anfang wirkte interessant. Also habe ich mir das erste Mal angeguckt, habe ich mir gedacht, okay, die haben bei Island Tour sehr, sehr viele verschiedene Ansätze gemacht, wovon eigentlich kein einziger, weil auch mein Fazit am Ende von Island Tour, kein einziger auch nur ansatzweise so viel Spaß gemacht hat wie der typische Mario Party Modus. Der Modus von Mario Party 9 und 10, da hatte man sich ja zumindest mal auf einen festgelegt und nicht so wie hier oder wie in Island Tour einfach ganz viele verschiedene genommen und hoffen, dass irgendeiner den Fans schon passt, was im Endeffekt nie der Fall war. Allerdings war der eine, auf den man sich festgelegt hatte, halt völlig auf Glücks basiert und deswegen halt auch nicht so ganz geil. Das ist eben das größte Problem, wie ich finde, der vorherige Spielmodus macht auch nicht alles richtig, also der von den ersten Mario Partys. Aber trotzdem fand ich, es war eine ganz gute Mischung. Also die besten Mario Partys sind für mich immer noch die, die diese perfekte Mischung haben aus Skill und Glück. Also auf dem Spielfeld geht es immer hauptsächlich um Würfelglück. Es ist ja auch zur Hälfte ein Brettspiel, ein Würfelspiel. Damit muss man halt leben. Aber man sollte mit den Minispielen das Ganze ausgleichen können. Also man sollte, selbst wenn man richtig viel Pech auf dem Brett hat, sollte man das ausgleichen können, indem man halt einfach richtig gut im Minispielen ist. Also wenn man jedes Minispiel dieses Spiels gewinnt, dann dürfte man am Ende nicht verlieren. Das finde ich, dann ist es das perfekte Mario Party. Wenn man jedes Minispiel gewinnt, dann kann es egal sein, wie viel Pech man hatte, man darf dann am Ende nicht verlieren. Das wäre für mich das perfekte Mario Party. In den alten, das war nah dran. Buhus haben das teilweise ein bisschen kaputt gemacht oder andere Spielmechaniken, die dann später kamen, Kapselsysteme und so weiter und so fort. Auch beim neuen Mario Party habe ich ein bisschen von dem, was bislang gezeigt wurde, ein bisschen Angst, dadurch, dass die Sterne nur 10 Münzen kosten, sind Münzen wieder nicht ganz so wichtig und dementsprechend ist das Würfelglück wieder wichtiger als die Minispiele. Aber ich hoffe, ihr versteht schon, was ich meine, ne? Also, es sollte eher in die Richtung gehen, dass wenn man jedes Minispiel gewinnt, dass man halt auf jeden Fall gewinnt, egal wie viel Pech man hat, als dass man, wenn man viel Glück auf dem Spielfeld hat, dann kann man so viele Minispiele gewinnen, wie man will, man verliert auf jeden Fall. Also man gewinnt auf jeden Fall so. Das ist die falsche Ansatzweise, wenn man halt einfach so viel Glück haben kann auf dem Spielfeld, dass die Minispiele völlig irrelevant werden. Und das war eben Mario Party 9 und 10 dann leider. Dass man durch Glück so viel schaffen konnte, dass die Minispiele völlig irrelevant sind. Also NDCube hat das nicht so wirklich rausgehabt und wie gesagt, bei diesem Spielsystem hier war es halt so, es war am Anfang, hat es frisch gewirkt, am Anfang war es ganz cool, im Endeffekt hat sich aber schon relativ schnell Schwächen gezeigt, die sich über das komplette Ding zugezogen haben. Also Abschlussbonus ist schon immer Bullshit gewesen, ist auch immer noch Bullshit. Nur weil du halt zufälligerweise am Ende, keine Ahnung, dein einen Treffer, den du machst, ist ja zufälligerweise der letzte. Und das gerade bei Bosskämpfen, bei denen es nur wenig Punkte gibt, dafür gewinnt man dann am Ende, ist halt einfach Bullshit. Der letzte Treffer ist halt nicht mehr wert als der vorletzte. Das sollte halt auch nicht mehr Punkte geben dementsprechend. Zusätzlicher Bullshit ist, das ganze Partnersystem ist zwar eine ganz lustige Idee, allerdings ist es zu OP. Also in den ganzen Bosskämpfen läufst du halt da mit 4 Leuten rum. Und was noch so, du kannst halt viel mehr würfeln, also du hast halt nur Vorteile mit dem Partnersystem. Dieses ganze Partnersystem ist halt megamäßig OP. Und das kann halt einfach nicht sein. Dass man die Partner dann wiederum verlieren kann durch dieses Partnerduell, ist eine coole Idee. Wenn dieses Partnerduell denn wenigstens ein Minispiel, was auf Skill basiert wäre und nicht einfach 90% nur Luck ist. Also, wer würfelt höher? What the fuck? Wähle eine Karte. Oh, du hast Pech gehabt, du hast die falsche Karte gewählt. Die war umgedreht. Leck mich.
das ist doch einfach, das kann nicht sein. Also meiner Meinung nach kann das nicht sein und das ist halt Kacke und das darf so nicht passieren. Und es gab halt viel zu wenig Bosse dafür, dass es so viele Spielbretter gab, die allesamt optisch total uninspiriert waren. Die waren einfach total einöde. Das waren einfach Vierecke aneinander gekleckst teilweise. Wow, die haben halt mal einen viereckigen Pixel-Blooper ergeben, aber das war halt, da war keine Dynamik drin in den Spielbrettern. Die waren alle, die sahen total Mario Maker zusammengewürfelt aus. Wie ein schlechtes Mario Maker Level. Damit kann man das, glaube ich, vergleichen. Wie ein schlechtes Mario Maker Level. Ohne sich irgendwelche Gedanken gemacht zu haben, einfach ganz viele Vierecke aneinander gekleckst und gesagt, so, jetzt hast du ein Spielbrett. Und dann immer wieder dieselben Bosse. Das hat so genervt. Und auch alle anderen Spielmodi. Der Münzenmodus ist noch okay. Wobei ich da halt auch sagen muss, dieser Einzelspieler sammelt besonders viele Münzen-Minispiele, finde ich halt nicht so geil wie halt wirkliche 4 gegen 4 Minispiele. So richtig klassische. Die sind halt schon besser, als wenn man da die ganze Zeit nur alleine unterwegs ist und dann, keine Ahnung, dann werfen die Gegner dauerhaft Items auf dich, weil du Erster bist und plötzlich bist du Letzter und dann werfen die immer noch nur Items auf dich, weil die vorher schon gezündet wurden oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, ich war da teilweise, gefühlt habe ich jedes Item abbekommen, das hat auch die Statistik immer gezeigt am Ende, dass ich so nahezu jedes Item abbekommen habe, was es so gab. Und das ist einfach total dämlich. Alles in allem, ja, wie ich schon sagte, das ist halt ein Problem und das hat sich alles zusammengestaut und bis auf den Münzmodus, der halt nicht so ganz meins war, waren auch alle anderen Modi echt nicht gut. Es gab so ein paar kleine Mini-Dinger, wie jetzt dieses Klettern mit dem Minesweeper, aber das ist jetzt halt, hat auch nichts mit Mario Party zu tun. Das waren diese extra Modi, die gab es immer in Mario Party und die habe ich noch nie mit einer Bewertung reinfließen lassen. Da gab es auch diese Volleyball- und Eishockey- und Co-Spiele schon bei den GameCube Mario Partys, die es noch zusätzlich gab, aber die zählen halt für mich nicht mit in die Bewertung da rein. Das ist so ein kleines, so schöner Spaß für zwischendurch, das spielst du 2-3 Mal und dann ist das auch genug. Im Endeffekt ist es für mich tatsächlich sehr, sehr nah dran. Also ich würde aktuell nicht sagen, dass es schlechter ist als die schlechteste Mario Party, meiner Meinung nach, die halt immer noch Mario Party 1 ist, einfach weil sie die erste war und noch nicht wirklich ausgereift. Aber ja, sie ist nah dran, sagen wir es mal so. Und damit sind wir jetzt auch durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mario Party wieder ein, was bald kommen wird. Bis dann und auf Wiedersehen.